Hallo, ich bin der Ruti. Ich bin auf meiner ersten großen Motorradreise und jetzt habe ich das Mittelmeer erreicht. Heute geht es durch die Camargue an der Mittelmeerküste entlang bis an die spanische Grenze. Ich bin jetzt in der Stadt namens Egmond, spricht man es glaube ich aus. Und ja, ich muss jetzt mal mein Zeug hier lassen, weil ich in diese Altstadt reingehe. Und ja, habe meinen Helm da angekettet. Das ist das erste Mal, dass ich es wirklich allein lasse. Helm habe ich schon mal angekettet, aber dass ich das ganze Gepäck jetzt da drauf lasse. Ja. Die ist in guter Begleitung, die Lucy. Fühlt sich nicht alleine. Ich denke mal, das ist schon okay. Und jetzt gehe ich hier mal rein. Mal frühstücken. Man kann sie nicht allzu gut sehen, aber da sind Flamingos. In der Camargue gibt es nämlich Wildpferde und Flamingos. So oft wie ich anhalte, bin ich sicher, wann ich auch nicht ankommen werde. Das ist auch ganz geil. Gar nicht so hässlich, die Camargue. Tausende von Flamingos. Ja, und heute ist es zum ersten Mal richtig angenehm. So 15 Grad. Es ist überhaupt nicht kalt. Heute macht es richtig Bock. Zum ersten Mal, dass ich friere. Jetzt bin ich angekommen, direkt am Meer, an der spanischen Grenze, und das ist schon Katalonien, aber immer noch Frankreich, französisch Katalonien. Und ich weiß nicht, ob ich der einzige Gast in dem Hotel bin, viele sind es jedenfalls nicht. Die meisten Sachen scheinen hier noch zuzuhaben, aber ich glaube, der Strand ist auch im Winter da. Bisschen aufgeregt jetzt. Weil jetzt
habe ich mit meinem Motorrad im Januar den Strand Kataloniens erreicht. Hier läuft auf jeden Fall schon Mucke. Ja, vielleicht kriegt man auch schon den einen oder anderen Drink irgendwo. Ist ein bisschen dunkel, aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, direkt nach meiner Ankunft mal zu schauen. Und mir natürlich auch nicht. Ich habe das Meer während der Fahrt schon gesehen. Pyrenäen im Hintergrund. Ja, hier war ich noch nicht. Das ist ziemlich geil. Hallo. Hallo Strand. Gucken Sie sich das an. Lala. Der Ort hier heißt Argelès-sur-Mer und sieht aus, als wäre es im Sommer sehr, sehr touristisch. Also hier sind so, ist wie so ein kleiner Walking-Bereich mit überall Bars an Bar. Aber jetzt ist es eine verdammte Geisterstadt. Hier ist einfach gar nichts offen. Ich habe bis jetzt noch nicht geschafft, einen Bäcker zu finden zum Beispiel. Mein Kaffee kaufe ich in einem Lotto-Toto-Shop. Und sonst war der einzige Laden, also das einzige Restaurant, was ich gefunden habe, ein Thai-Restaurant. Ein Waschsalon habe ich auch noch gefunden. Und die Wäsche, da ist das Zeug dabei, was von diesem WD-40 verschmiert war. Und obwohl das in der Waschmaschine war, stinkt es trotzdem nach WD-40. Ich habe jetzt die Befürchtung, dass alle anderen meine Klamotten jetzt auch nach WD-40 stinken. Ja, ich habe die Feder jetzt schon ganz aufgedreht, übrigens von dem Motorrad. Aber wenn es beladen ist zumindest, flattert der Lenker trotzdem. Ich bin das Motorrad jetzt mal ohne Gepäck gefahren. Also mit leeren Satteltaschen. Und der Lenker flattert trotzdem. Ich werde das auf jeden Fall nochmal mit ein bisschen mehr Luftdruck probieren. Vielleicht hilft das ja auch. Für die nächste Etappe habe ich zwei Optionen. Und zwar könnte ich meinem Weg folgen nach Barcelona. Ich glaube, in 2,5 Stunden bin ich von hier da. Ich bin so 20 Kilometer von der Grenze entfernt. Oder ich mache einen kurzen Abstecher nach Andorra. Ich habe mal ein bisschen gegoogelt. Für Motorradfahrer soll es super sein. Und kleiner Abstecher in die Pyrenäen kann eigentlich nicht schaden. Der einzige Nachteil ist, dass es da sehr kalt ist. Ich schau mal. Also, wenn ihr das nächste Video seht, werdet ihr sehen, ob ich nach Barcelona oder nach Andorra gefahren bin. Ja, ich freue mich, wenn ihr ein Like da lasst. Wenn ihr meine Reise weiter verfolgen wollt, abonniert gerne. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Auf jeden Fall nicht aus Frankreich. Tschüss. Und jetzt fette ich mal die Kette, weil Leute, ihr habt gesagt, ich habe das falsch gemacht. Man soll es nicht von außen fetten, sondern von innen. Jetzt mache ich es mal so, wie ich es verstanden habe. Und ihr sagt mir, ob es richtig ist.